Hi Leute, wir spielen Monster, Seek gegen Monster. In dem Spiel geht es darum, wir sind alle Monster, aber wir wissen nicht genau, was für Monster wir sind und wir müssen uns gegenseitig herausfinden. Aber wir wollen trotzdem Sex und deshalb ficken wir trotzdem miteinander, obwohl wir nicht wissen, was wir sind und was wir vielleicht für Krankheiten haben können. Man kann hier sogar seinen eigenen Charakter auswählen, das finde ich voll cool. Ich nehme mal sie. Ja. Hallo und willkommen bei Monster sucht Monster. Ich bin euer Gastgeber, Steffo, der Schleimige. Kommen wir zur Sache. Er kommt mir sehr bekannt für die Stimme, tatsächlich. Schreiben. Was geht los? You are an unsichtbare Person. Basically, man startet mit zwei Herzen und wird die ganze Zeit als letzter Platz angezeigt. Aber stimmt nicht unbedingt. Okay, schauen wir mal, wer sich mit wem versucht hat zu verabreden. Und wenn du kein Date bekommst, mach dir keine Sorgen. Das hier ist nur die erste Nacht. First Night in Freddy. Komm! Ich will dich. Will ich auch. Rein da. Wieder mal so jung. Oh mein Gott, was? 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 Sieht so aus, als hätte jemand gehofft, dass dieses Date nicht klappen würde. Was? Oh aber, nein! Aber! Wir wissen, wie das enden wird. Mann, mein Text wird nicht angezeigt! Ja, bitte, bei mir auch nicht. Mann, der war so geil! Kurze Warnung: Wer am Ende der zweiten Nacht an der Spitze steht, wird seine Monsterkräfte offenbaren. Jede Nacht danach wird das gleiche für das ranghöchste, nicht offenbarte Monster geschehen. Nein, du. Vollmondfieber. Was ist eigentlich das geheime Wort? Ich versteh's auch nicht. LOL! Sorry, die Zeit ist um. Oh, sorry. Okay, es ist wieder Zeit, die Dates auszuwählen. Also, haben wir in der ersten Nacht... Okay, lass an. Nee. Okay. Direkt einfach. Ja, ich brauche Bleib stehen, es gibt noch mehr. Mike, lass zusammen daten. Ja, es ist morgen. Au! Max darf dich nie wieder verletzen. Du bist ein echter Mann, komm, zeig mir, wie es geht. Oh, nice. Jetzt mal wirklich. Bin nur auf dich fixiert. Let's go. Yeah! Wow, nice. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Nun, eine kleine Bewegung. Nicht vergessen, am Ende jeder Nacht wird von nun an die Identität eines höchstrangigen, geheimen Monsters aufgedeckt. Du befindest dich an der Spitze. Schauen wir mal, welches Monster du bist. Ich sacke. Jeder, der mit dem Vampir auf ein Date geht, wird selbst zum Vampir. So auch die Spieler, die mit dem neuen Vampir ausgehen. Am Ende bekommt der ursprüngliche Vampir ein halbes Herz für jeden Vampir im Spiel. Nacht 3! Heute Nacht ist Vollmond. Hast du Bock auf ein geiles und langes? Aber Gott? Sogar in meiner Hose? Okay, bin oben, zweiter Stock. Ich werde kommen. Suck me, Daddy. Ich booste dich in meiner Liebe. Mein Booster Energy Bloody Geschmack. Ich werde dein Booster. Los jetzt. Süß-Sauersoße? Wir haben einen weiteren Vampir. Ja, ich bin jetzt ein Vampir! Kopa, was bist du? Der rachsüchtige Geist startet das Spiel mit einem Bonusherz. Wenn er jemanden nach einem Date fragt und dann abgewiesen wird, verliert diese Person ein Herz. Verschwendet eure Energie nicht für den bösen rachsüchtigen Geist.
Nein. Let's go. Schreib jetzt. Ja, okay, schreib ja. Sag mir, Mami, ich brauche ein neues Leben. Wo sagt man, bei dir oben oder unten? Du bist mein Booster und ja. Ja, okay, ich komm gleich, ich bringe süß-sauer mit. Warum wird ein bisschen scharf? Wegen dir, du Chilischote. Ah! Oha! Den rachsüchtigen Geist zurückzuweisen. Siehst du, der Geist ist okay. Wie kannst du nur? Du Monster! Oh. Wow. Schauen wir uns deine Geheimnisse an. Niemand will mit mir Sex. Okay, und er ist... Die Puppe! Die Puppe. Die hatten wir vorhin mal. Traurige Leute lieben Puppen. Aua. Die Bauchrednerpuppe bekommt ein Bonusherz, wenn sie ein Date mit jemandem hat, der letzte Nacht einen Korb bekommen hat. Night five. Behalte den Vollmond im Auge. Letzte Nacht. Nacht 5. Vorletzte. Look, I can explain. Mann, ich wollte Sex und du gehst einfach. Sorry, ich bin schei. Scheiße! Den Geist zurückzuweisen bedeutet, ein Herz zu verlieren. Spaghetti, oh. Geh noch nicht, es gibt noch mehr. Hey, Puppe! Weg jetzt! Oh, das kommt ja günstig, wir haben das gleichzeitig geschrieben. Und gratis dazu! Let's go! Hey, yippee! Hi! Safety Hexe, oh. Bei Vollmond erhalten Werwölfe ein Bonusherz für Dates und verwandeln dann ihre Verabredungen in einen Werwolf. Aber wenn ein Werwolf bei Vollmond einen Korb bekommt, verliert er ein halbes Herz. Oh, das ist schade. Ich glaube, es ist unsere letzte gemeinsame Nacht. Date macht was raus. Vollmond. Man bekommt jetzt 2 Herzen für ein Date, weil es so eine besondere Nacht ist. Oh, der geile Geist. Zieh meinen fetten, starken Geist. Oh ja, du Geistpüppchen. Oh ja, Hey, du Arsch! Max! Mike! Nein! Du dachtest, diese eine kleine Nachricht würde funktionieren, hm? Ja! Okay, ich ziehe... Sehen wir uns mal den vorzeitigen Endstand an. Leute, wundert ihr euch nicht, dass ich die ganze Zeit letzter bin? Ein letzter Punkt. Es ist Zeit für die Afterparty. Niemand kommt hier raus, ohne sein geheimes Monster zu zeigen. Zeit für eine weitere Entführung. Ja, das liegt nämlich daran, dass ich in Wahrheit unsichtbar bin. Nein. I am the spy. Die unsichtbare Person begann das Spiel mit 2 Bonusherzen. Der Punktestand der unsichtbaren Person ist unsichtbar, sodass sie bis zum Ende des Spiels auf dem letzten Platz erscheint. Zeigt die Bonusherzen für die Afterparty. Ich hab glaube ich zu viel Thomas. Oha. Sehen, ob jemand zum Werwolf wurde. Oh, was? Das hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Ich habe nur ein Auge auf Werwölfe. Lasst uns sehen, wie viele von euch in Vampire verwandelt wurden. Das ganze Spiel. Alter! Danny, wie wirkt das noch? Wie wirkt sich das auf den Endstand aus? So wenig. Ja! So wart mich zu oft. Ja, ich weiß. Mike war einfach so OP! Mike's Charakter! Ja, weil er immer so, ja, okay, der ist der Letzte, da können wir ein Date machen. So, das ist so, der wird sowieso nicht, ne? Hey, willkommen bei Monster Sucht. Hey, willkommen! Guck mal, was ich bin. Mike! Willst du? Ja, aber bitte mit Süß-Sauersoße. Zum hier essen. Wartet! Sieht aus, als hätte jemand die gleiche Idee gehabt. Warten wir ab, was passiert. Was? Tut mir leid. Was? Kumbra. No. Komm, Mario Kart. Okay, du süße Mieze. Tut mir leid. Uah. Bitte, zweite Chance. Ich liebe dich wirklich.
Ich schenke dir meine ganze Nachricht als Beweis. Du betrügst mich und willst mich dann trotzdem? Seems legit. Wow! 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 Nicht vergessen, von nun an wird am Ende jeder Nacht ein neues Monster enthüllt. Du bist an der Spitze. Lass uns einen Blick auf deine Monster-Identität werfen. Diese Dingswörter. Also Enten. Was bist du? Bei Vollmond will der Seelendieb alle Herzen mit demjenigen vertauschen, mit dem er ein Date hat. Das ist eine ziemliche Ingi! Ingi! Alter! Ich weiß, mit wem ich keinen Sex haben will. Oh oh, Vollmond heute Nacht. Oh oh. Tja, Ingi. Wie du aussiehst! Zeig das Schreiben. Das ist so romantisch. Okay, lass mal sehen. Okay. Mike! Cooper! Hey Mike! Sieh dir besser als dein Bruder in Mario Kart. Hey Opfer, Bock auf Essen? Ich bin deine Sandbitch. Red Shell der Liebe. Okay. Double Dash! Abgelegt! Was? Ich hab keine Angst. Komm mit mir! Du kannst alle meine Herzen haben. Wartet! Es sieht okay, so aus, Dickpunkt. Es hängt andere Leute, die gleiche Idee haben. Mal sehen. Nein! Es tut sicher weh. Ein Vollmond-Date für den Seelendieb bedeutet, dass ein vollständiger Herztausch bevorsteht. Wie denn? Hey, wow. Machtwechsel. Was? Also, du bist der höchste unentdeckte Spieler, okay. Also zeig es uns. Fuck. Zombie! Jeder, der mit dem Zombie aufgeht, wird direkt zum Zombie. Spieler, die mit den neuen Zombies auf ein Date gehen, werden infiziert, aber erst am Ende der nächsten Nacht zu einem Zombie. Wenn am Ende des Spiels alle infiziert worden sind, tritt das Ende der Welt ein und nur der ursprüngliche Zombie gewinnt. Oh no. Okay. Alter, was ist das für eine geile Rolle? Ja, und ich musste relativ am Anfang eigentlich da. Na los! Yeah! Du weißt, was jetzt abgeht. Omas ist Nachtzimmer, wahre Karte mit der Katze. Nice! Warte. Los geht's! Ein später ankommender Feuer nähert. Wie das funktioniert. Ich bin nicht dumm, du Arsch! Oha! Lass mal das Bang auf Dick spielen. Ab geht's! Oh Mann! Isaac, Max, what the actual fuck? Ich hab ja Bock auf 64, du wärst. Kein 69? Sorry. Auf der Nintendo 69? Ja, Bibi. Okay, Bibi. Ja! Meldet es doch geklappt. Bibi! Er hat mich zwar betrogen, aber let's go, bei dir jetzt auch geklappt. Was bist du? Schon wieder der OP-Geist! Go! Ich bin der Geist. Da hat wohl jemand die Ritterrüstung geschmissen. Ich gehe bis in deinen Raum. Dein Zug ist zu Ende. Nacht 5 Nights. Oh, ich bin aufgeregt wegen des Vollmonds. Jan, film mich. Okay, let's fuck. Wartet. Sieht aus, als hätte jemand die gleiche Idee gehabt. Mal sehen. Unangenehm. Unangenehm. Das ist irgendwie unangenehm für euch. Ja, sagt dich bereits. Jetzt weiß ich, warum ich dich absolviert habe. Ich wollte den Zombie-Apokalypse verhindern. Du bist da fremdgegangen, aber dein Bettlaken ist zu geil! Damit nicht jemand jeder Uga-Buga wird. Das ist wie ein wunderbarer Albtraum. Es ist Zeit für ein Date. Okay, das wird spannend. Willst du? Du hast mich ja schon infiziert, also warum nicht? Oh ja. Psych! Was? Geh noch nicht, es gibt noch mehr. Mike, weißt du, wenn die Zombies in Tomodachi sich gut verstehen? Baby Shake. Davor. Baby Born, Baby Born! Nevermind, komm her. Du im Bett. Ah! Ich hatte zu viel Angst vor Max, tut mir leid, Daddy.
Die anderen haben mich blockiert. Achso, selbst gegen die Zombies zischen. Leute, ihr werdet mir nicht glauben. Aber du bist unsichtbarer. Ein letzter Punkt. Es ist Zeit für die Afterparty. Es ist an der Zeit, alle noch verborgenen Monstermächte aufzudecken. In Wahrheit bin ich unsichtbar. I am the spy. Oh nein. Das war so krass. Das hat ja niemand erwartet. Das war niemand. Und damit habe ich gewonnen. I won. Aber warte noch. Wir müssen immer noch herausfinden, wer sich mit dem Zombie-Virus infiziert hat. Ich hoffe sehr, dass dies nicht apokalyptisch wird. Es heißt, Zombie-Apokalypse! Wir haben uns alle was eingefangen. Was? Gewonnen! Hä, wieso gewinnst du? Ich hätte gewonnen! Hallo! Junge! Das ist so rigged! What the fuck? Betrüger! Zombie-Apokalypse! Nein, das akzeptiere ich nicht! Ich hab gewonnen! Nein! Ich weiß das Spiel weg! Nein, ich hab gewonnen! Dance to the beat and look all around for monsters to meet. Some are hairy, some are scary, but there might be one that they wanna marry. So they pull out their phones and they start to chat. Monster seeking monster, simple as that. Chat with a zombie, chat with a shark. Got a text from Wolfman, just says bark. Chat with a vampire, chat with a witch. Watch out for the mother, she can be a real.